You remember that scene we witnessed at the Vestige? That kind of stuff happens every day here. Silva has taken most of the humans who survived under his protection, so revenants are left to rely on blood beads alone to slake their unending thirst. But, well, nothing in this world lasts forever. The springs started to dry up, and so blood beads grew rarer and rarer. And the order Silva created by levying and distributing blood beads won't last much longer either. The world needs more blood beads. Only then can we strive for fairness instead of petty favoritism. That's why we've been exploring the Jail of the Mists. We're doing research to learn all we can about blood beads. But the miasma has been a real problem. It makes our thirst even worse, so our progress has stalled. Now, though, we have a glimmer of hope. Your power can clear the miasma. If you could help us... well, you'd be drawn into a bitter conflict. Still, the truth is, we don't have a lot of hope without you. Will you join us? Spricht immer noch nicht. Sehr merkwürdig. Thanks. Und somit willkommen zu Teil 3. Die Basis habe ich mal übersprungen. Und wir machen jetzt hier in der Geschichte gleich weiter. From now on, you're one of us. Yakumo Shinonome. I'll be looking forward to seeing you in action. Oh, haben wir einen neuen Partner bekommen? Let's get right into it. Here's what's going on. We're studying blood beads and their springs. We want to know how and when blood springs appear, their cycles for producing beads, and the composition of the beads themselves. We've made a few discoveries. First of all, we found that there are tubes like capillaries running through the earth. We call them blood veins. And so far as we can determine, every single blood spring is located on top of one of these blood veins. Also, after comparing blood beads and blood veins, we now know that they are mostly comprised of the same substances. In other words, we can safely assume that blood springs always form along blood veins. We think that means there must be a source somewhere, a kind of headwaters for the blood beads. Now that we have you around to clear the miasma, we can investigate the springs and follow the blood veins. And hopefully, find the source. Right? We want to check out the old city ruins first. Sorry for the rush, but we should head out as soon as you're ready. So, okay. Sehr gut. Schauen wir nochmal, ob wir uns jetzt noch eine neue Waffe kaufen können. Oh, good timing. I've got everything set up now. What do you need? Ausrüstung aufwerten, würde ich sagen. What do you want to upgrade? Ah, wir haben nicht genug Dunst. Ja, dann hat sich das sonst erstmal erledigt. Wäre theoretisch ja gleich los. So, sprechen, tauschen, Partnerschaft beenden, verlassen. Ach, alles klar. Zum Mistel gehen und teleportieren, siehste. Wir sollten ihn doch mal ausreden lassen. So, Teleporter. Die Basis.
Untergrund der Ruinenstadt. Natürliche Höhle. Tiefennatürliche Höhle. Äußere Kreuzung. Was gibt's denn sonst noch? Immer die äußeren Kreuzungen. Ich glaube, da sind wir auch richtig. So, Gebiet 12, Untergrund der Ruinenstadt. Warte mal, wenn. Genau. Hier war ja der Endgegner, ne? Den haben wir hier platt gemacht. Gehen wir mal hier lang. Die Karte sagt, da waren wir noch nicht. Pick up something we can use? This way should lead to the old city. Frage, gehen wir da wieder zurück, wo wir hergekommen sind? Das kommt mir so vor, als wären wir da schon mal gewesen. A map of the depths. Davis would be very interested. Okay. Dann waren wir hier wohl doch noch nicht. Ich dachte, da wären wir vorhin hergekommen. Obwohl, hier unten ist nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Ist das doch der Weg, von dem wir vorhin gekommen sind? Ja. That's something. Expectations exceeded. That settles it. You are absolutely vital to our operation. There are more blood springs ahead, but the miasma is blocking the way forward. Do you think you could clear it for us again? Gespräch tue ich ja nicht, dann werde ich das für meinen Charakter machen. Dann klar, auf jeden Fall. Two springs are thanks to past expeditions. Let's go have a look at them. Territory up ahead is teeming with the lost. Watch yourself. This place gives us some more room. Okay. Ach, hier sind wir gescheitert, ne? Hier war das, genau. Ja, hier liegt auch noch was. Prometheus Überrest. Ah. There's nowhere to move if you get surrounded. Die Schüsse dürfen uns nicht treffen, das ist ganz wichtig. Ja, sehr gut. That went quite well. Gar nicht so schlecht. Ja, noch gesagt. Ey. Sehr gut.
nichts. So, hier war ja in der Nähe dann da der große Typ. Obergugo. Ja, man kann mit den Schlägen wahrscheinlich, wenn die schießen, der Pfeil, der einen trifft, oder was, Laser oder keine Ahnung, kann man abwehren. So, genau, hier sind wir ja stehen geblieben. Können wir hier runterfallen, das abkürzen? Nee. Jetzt kommt ja der richtig miese Typ hier. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Ah, Jägerüberrest. Sieh. Hier hinter lockt, lauert noch einer. Mich noch mal richtig übel getroffen, ne? Ist auch nicht. You can't regenerate? Let's consider heading back. Kannst du regenerieren? Wir können immer nur umkehren. Könnte ich theoretisch machen, aber das Problem ist, wenn ich an der Distel bin, dann spawnen die Gegner ja alle wieder. Fangen wir wieder von vorne an. Keep an eye out around blind spots. One problem solved, huh? Okay. Das habe ich aber 3000. Pass auf, wir rennen wirklich zurück. Und ich level nochmal. An der Missile. Oder verbessere meine Fähigkeiten, weil ich habe jetzt nämlich 3648. Ob mein Mitspieler jetzt mitkommt oder ob er sich dann um den Großen da kümmert. Ich brauche auf jeden Fall mehr Kampferfahrung. Ah. Einfach zu schwach. So, dann geht's hier wieder zurück. Meine Energie aufladen und habe dann noch den Vorteil, dass ich meine Stärke verbessern kann. Jetzt gucke ich gerade. Ist die Missile wirklich hier? Ach, hier unten ist er, alles klar. Geschenke. Alles annehmen, okay. Talente. Nicht genug Dunst, okay. Unzureichend. Sind hier irgendwie was, was ich noch zum Maximal-LP... Was ich irgendwie noch... Ah, hier kann ich es noch maximieren. Na, fehlen mir die Materialien. Ja, auch. Ja. Okay.
Okay, Stufen können wir vielleicht nochmal ansteigen lassen. Auf 22, ja. Das ist krass, ne? Ich habe so lange gespielt, dass ich immer nur leveln konnte. Mistel umklatschen, Mistel umklatschen. Ne? So ähnlich wie ich es bei Hellpoint auch schon mal gemacht habe, weil ich sonst nicht weitergekommen bin. Also, das war schon ziemlich schwer, das Ganze hier. Ich habe auch das Gefühl, wenn man hier nicht vernünftig levelt, dann kannst du das schon vergessen. Einfach so ein bisschen Kraft haben. Wie lange ich brauche das für den Typen? Ich sollte die Waffe mal wechseln. Ich habe jetzt schon wieder nur 712. Ich könnte mich schon wieder an einem Missile ausruhen. Warte mal. Scheiße, ich flippe. Oh, wir machen das jetzt so, wir rennen einfach zum Gegner, zum Endgegner, zum Großen. Wie wir das vorhin schon mal gemacht haben. Um einfach Energie zu sparen. Auch nicht wiederbeleben. How do you feel? Ja, probieren wir es nochmal. Okay. Meine alte Abrissbirne hat, glaube ich, auch mehr Kraft hier. Ja, scheint besser als die blöde Stange, mit der ich mal gekämpft habe. Wir müssen echt aufpassen, na, das ist dann der nächste. Ja, die Waffe hat doch schon mehr Schaden. Wish we could avoid this fight. Ah, warum man richtig geiles Schwert, ey. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Energie unten alleine ansteigt. Mal kurz warten. Das sieht nicht so aus. Ist your regeneration level all right? No more healing? Just don't push yourself too hard. Er mir denn eine geben? Nee. Er fragt, ob ich noch genug Heilung habe, aber er kann mir keine geben. Das ist auch nett. Sehr gut. Glad things didn't go sideways. Okay, da liegt mein Dunst rum. Watch out for this time. Come on!
rumlaufen hier. So. Das haben wir sehr gut gemacht. Jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt kommt hier. Ach du heilige Neune. Nein, jetzt mal packen wir den. Ich hätte mal gleich die bessere Waffe nehmen sollen. Ah, sehr gut. Das geschafft. Die Frage, wo geht's jetzt hier lang? Ach, hier geht's lang. Auch interessant, jetzt geht's nach unten wieder. Hey, what is it? You okay? Yo, Louis. You smell that? Yeah. Human blood. An escapee. Deswegen haben ihm auch die Augen geleuchtet. Schon wieder so einer, der sich dann verwandelt. What the hell are you doing here? None of your business. Oh really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on you? The girl belongs to us. Put your paws on our property. And your ash. That clear? Ich dachte, gegen den müssen wir noch kämpfen, aber es kommt wahrscheinlich noch. Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, what's the plan now? We know it's just a matter of time until they find that missing human. You know the plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet. Okay, da war eine Mistel irgendwie. Konnten wir die nicht aktivieren? Ah doch. Dachte schon. So. Stufe fehlt uns noch was. Erwirbt Talente. Genug Dunst, unzureichend. Nicht genug Materialien. Oh. Das wäre ärgerlich. Okay. Aber wir haben wieder volle Energie, das ist schon mal gut. A government-built ladder. I'm happy it's here for us. Alter, wie schnell der die Leiter runterklettert. Ja, die Pause, die hat so viel Dampf. Ich meine, wenn ich mit so einem Betonpfeil angegriffen werden würde, hätte ich wahrscheinlich auch meine Probleme. Dinger sind irgendwie schwer zu treffen, finde ich. Did you pick up something we can use? Okay. Mehr einsammeln. Schon krass, ne? Wir sind irgendwelche geilen Wiederkehrer und sind elegant gekleidet und sind so vampirartig und andere sind alte
Untote, gammlige Ghouls, kannst du sagen. This type can be rather problematic. Krass. Hätte ich mal die Energie genommen, aber ich dachte, der will mir helfen irgendwie.